Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wizard 101. Im letzten Part haben wir Krokopatra besiegt im Tempel des Sturms. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Und jetzt geht die Story in Krokotopia, klar. In Malibone weiter. Wir gehen aber jetzt erstmal wieder zurück nach Wizard City, weil ich ein bisschen was vorhabe. Zu Welt gehen. Das ist auch insofern praktisch, weil wir ja gleich hier in Rabenhain wieder rauskommen. Das heißt, ich kann mal eben zur Feuerschule gehen. Und auch zur Lebensschule. So. Weil jetzt kriegen wir einen sehr, sehr wichtigen Zauber. Der uns noch lange begleiten wird, denke ich mal. Meine liebe Dahlia. Haha. So, der Meteoriteneinschlag. 4 Pips kostet das ganze Ding hier und macht 305 bis 345 Feuerschaden auf alle Gegner. Richtig cool, das Ding. Vor allem hier in den ganzen Straßenkämpfen, wo uns dann zwei Gegner gegenüberstehen, können wir den einfach machen und dann einfach alle weghauen. Den Zauber kennen wir auch schon aus dem Tutorial-Kampf, da haben wir den ja selber benutzen können. Ich würde aber sagen, wir schmeißen hier mal irgendwas raus. Ich würde einmal ein Feuerschild und einmal Opfern rauswerfen. Und eigentlich auch einmal den Feuerkobold, weil der ist langsam nicht mehr so wichtig. Und da können wir, denke ich, sogar gleich viermal den Meteoriteneinschlag reinnehmen. Warum eigentlich nicht? Ich war noch nie jemand, der mit minimalistischen Decks gearbeitet hat. Immer so Zauber rein damit. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem Balance-Zauberer das ganze Deck voll irgendwie 60 Karten oder sowas. So, und noch was. Und zwar muss ich jetzt erstmal kurz gucken, wie das überhaupt ging. Aber es gibt ja hier im Kaufmannsviertel noch einen verschlossenen Eingang. Und zwar der Colossus Boulevard. Ich weiß aber nicht, ob wir da jetzt tatsächlich schon rein können. Ach ja, tatsächlich, wir haben die Quest sogar. Cool. Kolossaler Ärger. Sprich mit Wächter Dietrich. Ah, wunderbar. Der Schulleiter hat uns einen Zauberer zu Hilfe geschickt. Wir könnten deine Hilfe wirklich gut gebrauchen. Eigenartige Kreaturen haben den Colossus Boulevard überrannt. Wir wissen nichts über ihre Herkunft, aber sie essen alles, was ihnen in die Finger... Ich bewundere euch, Zauberer. Du musst wissen, meine Nichte studiert auch in Rabenhain. Und zwar Eismagie. Aber zurzeit mache ich mir Sorgen um sie. Sie sagte, sie würde an einem Schuh. Bitte schau nach ihr. Vielleicht braucht sie ja Hilfe. Sie heißt Mindy Elfenhaupt. So, dann möchte aber kurz mal eben Diego mit uns sprechen. Sei auf der Hut, junger Zauberer. Du hast dort ist die Höchstzahl der Monster. Ach ja, das kennen wir ja schon. Nicht auf die Anzahl der teilnehmenden Spieler begrenzt. Pass auf dich auf. Ich passe auf jeden Fall auf mich auf. Nee, der Grund, warum ich das jetzt machen will, ist einfach, weil die Gegner hier verhältnismäßig schwach sind. Das heißt, jetzt kann man da vielleicht noch eine kleine Herausforderung rausziehen. Normalerweise hätten wir auch schon viel früher hierher gehen können, aber das Problem ist, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, Stufe 60 oder sowas bin und gehe dann hier hin, dann ist es ja noch langweiliger. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt erstmal vor Malibone. Was haben wir denn hier Schönes? Schneemänner, So, den haben sie auch neu gemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Colossus Boulevard sah damals auch noch ganz anders aus. Bin ich schön jetzt. Hat richtig schön was Winterliches. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Leck. Weihnachtliche Festhalle. Das könnte so ein Spezialdungeon sein, der nur zu Weihnachten verfügbar ist. Aber da können wir, glaube ich, nur mit einem Schlüssel rein, deswegen bringt uns das relativ wenig. Eine schöne Stadt. Sieht aber schön aus. So, Mindy Elfenhaupt. Wie lieb von meinem Onkel, dich herzuschicken. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Was hat die denn für eine Stimme, ey? Ich habe ein wenig Eisforschung für Professorin Greyrose betrieben, aber ich komme nicht. Ich habe ein wenig Eisforschung betrieben. Deine Hilfe. Schrecklich! Erst die Schlunder, die hier alles wegfressen, und jetzt... Wir müssen sie los... Ich hab's! Warum besiegst du nicht ein paar? Vielleicht fliegt dann der Rest. Selbstverständlich.
endlich. Oh Gott, so hoch komme ich schon gar nicht mehr. Ich frage mich gerade, ob wir hier schon rein können. Ja, ich möchte nämlich was gucken. Ah ja. So, hier in diesem kleinen Häuschen gibt es die wunderschöne Mildred Morgenaug. Und die hat ein paar Zauber für uns, wo wir uns auch auf jeden Fall was abholen sollten. Ach, guck mal an, jetzt habe ich vergessen, in die Lebensschule zu gehen. Na gut, egal. Einmal haben wir hier Löschen. Kostenlos. Weil wir halt vom... Da kann man sich dann hier das von der jeweiligen Schule dann holen, die man selber hat. Für 2 Pips den nächsten abgehenden Feuerzauber abweisen. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich das jetzt auf einen Gegner mache, dann verpatzt der den nächsten Feuerzauber. Das heißt, wenn man so ein Ding hat, wird der nächste Feuerzauber auf jeden Fall verpatzt. Ja, kann man verwenden. Ich werde ihn nicht benutzen, aber geschenkten Gaul, ne? So, aber hier ein ganz wichtiger Zauber. Neu mischen für 4 Pips. Alle Karten wieder untermischen. Es kann ja mal durchaus dazu kommen, bei einem Kampf, dass wir entweder sehr lange kämpfen oder irgendwelche Karten wegwerfen. Und dass dann unser Deck leer ist. Das heißt, dass wir keine Karten mehr neu ziehen können. Und ja, dann sind wir dem Gegner normalerweise ausgeliefert. Wenn wir den Zauber allerdings dann machen, dann wird uns das komplette Deck wieder zurückgegeben. Das heißt, für Notsituationen sollte man sich das Ding auf jeden Fall mitnehmen. Können wir auch, denke ich, mal reinpacken. Das ist so ein Zauber, der reicht auch wirklich ein einziges Mal im Deck. Ich glaube, den kann man auch nur einmal benutzen. Achso, das funktioniert auch folgendermaßen. Hier sieht man so eine kleine Mal 1. Das bedeutet, den kann man auch nur einmal verwenden. Das heißt, der wird nicht nochmal neu mit ins Deck gemischt, wenn ich den jetzt einsetze. Das heißt, das können wir nur einmal machen mit dem Zauber, also pro Kampf. Wobei ich gerade nicht weiß, wie das funktioniert, wenn wir den Zauber mehrmals ins Deck packen. Ich glaube, dann können wir ihn aber auch mehrmals einsetzen. Keine Ahnung. Aber so weit kommt es meistens sowieso nicht. Aber falls wirklich mal die Situation eintrifft, und das kann sehr schnell passieren, man mag kaum glauben, habe ich schon oft genug erlebt, dann sollte man den auf jeden Fall im Deck haben. So. Besiege finsterer Schneemann. Und wir können ja jetzt gleich mal... Was ist denn das gerade für ein Mega-Lag gewesen? Wir können ja theoretisch... 300, ja gut. Unseren neuen Zauber gleich mal ausprobieren, wenn er denn auf die Hand kommen möchte. Und zwar der Meteoriteneinschlag. Ja, 300, das ist... Es geht aber noch. Oh. Ja, da haben wir gleich mal Unterstützung bekommen. Wolf. Rabenmacht. Oh, der Name gefällt mir. Todesschüler ist auch sehr praktisch, weil dadurch ist jetzt noch ein Gegner mit reingekommen und wir müssen ja 3 Schneemänner besiegen. Von daher bietet sich das doch an. So, wenn ich jetzt einen Super kriegen würde. Ah, perfekt. So, Meteoriteneinschlag. Wollen wir nochmal ausprobieren. Den fliegenden Frosch neben sich? Das ist ja ein Ding. Ah. Plus 35%. Joa. Spätestens jetzt sollte bekannt sein, was ich meine mit sehr hilfreicher Zauber. Boah, cool, der hat diesen komischen Nagerentier... Dieses Viech da. Wie auch immer man das nennt. Hat das Ding einen Namen? Warte mal. Falls es das überhaupt noch gibt. Ein Nagezahnhirsch. Ja, gut. Nagezahnhirsch, das ist ja mal ein Name. Sag mal, was ist denn hier los auf dem Colossus Boulevard? Haben wir hier ein Leckfest oder was? Kann ja nicht wahr sein. Vor allem, weil Wizard auch gerade... Also jetzt drehe ich aber gleich am Rad hier. Kann ja nicht wahr sein. Vor allem, weil Wizard ja auch nicht so grafisch anspruchsvoll ist. Also eigentlich gar nicht. Sag mal, was ist denn das? Will ich mich veräppeln oder was? Vielleicht liegt es auch auf der Aufnahme... auf der Aufnahme? Vielleicht liegt es auch an der Aufnahme, dass ich einfach mal neu starten muss oder sowas. Keine Ahnung. Wobei, jetzt läuft es gerade wieder. Komisch. Beten wir einfach mal, dass es jetzt
noch für den Rest der Folge funktioniert. Ja, die Schlunder sind natürlich auch lustige Viecher hier. Dafür, dass aber so viel essen, sind sie relativ dünn. Und die scheinen mit sämtlichen Elementen anzugreifen, also die haben sich nicht auf irgendeine Schule spezialisiert. Die sind zwar als Balance betitelt, aber hat gerade auch mit Sturm angegriffen, also boah. So ist natürlich klar, dass der Meteoriteneinschlag jetzt auch zu unserem hauptsächlichen Zauber werden wird. Vor allem hier bei so ja, Straßenkämpfe, nenne ich sie mal. Das heißt, wo wir immer mehrere relativ schwache Gegner haben. Also relativ schwach, halt mit wenigen Leben. Da lohnt sich der doch. Ja, wir brauchen nochmal 3 Stück von den Schlundern. Schönen guten Morgen, ich hätte gerne 3 Stück Schlunder. Nee, Quatsch. Aber die laufen ja hier zuhauf rum. Plopp. Die Klingen scheinen sie aber zu mögen. Verständlich. So, wir können ja mal auf gut Glück einfach mal ein Gletscherschild reinhauen. Vielleicht benutzen die ja entweder Sturm- oder Eiszauber. Joa. Schon irgendwie lustig. Ich habe jetzt einen Sturm und ein Eisschild gemacht und genau die beiden Elemente haben sie gerade benutzt. Scheinen nicht die hellsten zu sein. So sehen sie aber auch nicht aus. Macht mal ehrlich Sinn. Ich finde die lustig. Guck mal, der eine hat sich hier auf diese Ecke da gesetzt, auf diesen Sims von dem Haus da oben. Meteoriteneinschlag. Verpatzt. Das kann man immer schon vorher so ein bisschen sehen. Der Unterschied, weil wenn ich jetzt verpatze als Feuerschüler, dann sehen die Flammen hier vor dem Zauber irgendwie ein bisschen heller aus, ist mir aufgefallen. Naja, naja. So, plus 310. Guck mal, da hinten sind 2 am Kämpfen, aber man sieht den Kampfkreis nicht. Ist auch interessant. Wir wärmen euch ein bisschen auf hier in dieser kalten Gegend. Aha. Dolch der Zeremonien. Ja, gut. Der eine ist auf dem Kamel unterwegs oder ein Dromedar. So, wir brauchen aber noch einen. Von daher auf in den Kampf. Ich frage mich, ob die auch diese Schilder von Balance drauf haben. Also hier, der Balance hat ja so ein Schild Feuer, Sturm und Eis in einem. Scheinen die aber nicht zu beherrschen. Ist auch gut so. Ja, Super Pip haben wir auch schon. Das heißt, nächste Runde können wir sie schon angreifen. Ja, die Sturmschlange ist natürlich stark, aber mittlerweile können wir sowas ein bisschen besser ab. Verpatzt. Hehe. So. Bam. Und nochmal. So, damit haben wir die Quest abgeschlossen. Wie viele EP gibt die eigentlich? Hä? 185. Ja gut, das ist jetzt... ein bisschen mau irgendwie.
Wir brauchen 6900 EP, um Level aufzusteigen. Aber gut, das ist halt auch... Wir hätten, wie gesagt, schon früher hier gehen können. Das hat die Schlunde überhaupt nicht gekratzt. Sie fressen sich immer noch durch die Stadt. Sprich mit Professorin Grey Rose. Ups, sie weiß, ist mir gerade was runtergefallen. Ich versuche derweil das Schlimmste zu verhindern. Lydia... Hä? Achso, jetzt habe ich gerade nicht auf den Text geachtet. Ja, zu Lydia Grey Rose sollen wir gehen. Die ist ja die Lehrerin der Eisschule. Vielleicht kann sie uns helfen. Ich würde ja jetzt zur Lebensschule wieder hingehen, aber dadurch, dass wir jetzt dieses neue Mission uns geholt haben, haben wir keinen Trainingspunkt mehr. Das heißt, wir können uns jetzt keine neuen Zauber mehr holen. Bis wir wieder einen kriegen. Ich muss auch hier in Wizard City die Quest noch machen. Es gibt natürlich auch hier die Quest, so ähnlich wie in Krokotopia mit den Käfern. Und zwar muss man hier dann so, ja, so kleine Menschen suchen, sag ich mal so, und dann kann man dadurch auch noch einen Trainingspunkt bekommen. Aber das können wir später machen. So. Oh je, das hatte ich befürchtet. Es war ein Unfall. Diese Schlunder wollte ich gar nicht beschwören und diese finsteren Schneemänner bringen überhaupt nichts. Sie sorgen nur für noch mehr Ärger. Das größte Problem der Schlunder scheint ihr ewiger Hunger zu sein. Vielleicht können wir einen Trank brauen, der ihren Appetit zügelt. Um die Schneemänner kümmern wir uns später. Hier ist eine Liste mit Zutaten. Bringen Sie zu Mindy Elfenhaupt am Kolossus Boulevard. Aber jetzt mal im Ernst. Die ist doch verantwortlich für die Beschwörung von den Schlundern. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, dann kann sie die doch theoretisch auch wieder weg... Zaubern. Mit irgendeinem Gegenflur oder sowas. Die kann mir doch nicht erzählen, dass sie als Lehrerin der Eisschule, die sonst was für was Erfahrungen an der Magie gewonnen hat, dass die keine bessere Idee hat, als uns hier rumzuschicken mit irgendeinem komischen Trank und dann dorthin zu gehen und den Hunger von den Schlundern da zu stillen. Die Vorstellung ist auch interessant. Wir können ja nicht zu jedem Schlunder hingehen und dem einmal so ein Trankfläschchen da einflößen. Naja gut, schauen wir einfach mal, wie sich die Story hier noch entwickeln wird. La 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 la. Meine Güte, das ist ja echt ein Ding mit den Lecks hier. Ein magischer Trank? Ausgezeichnete Idee. Ich werde Ihre Liste rasch abarbeiten. Ich werde den Kessel für den Trank hier aufstellen. Kannst du mir die erste Zutat bringen? Es ist das Stinkekraut. Es wächst gleich hier am Kolossus Boulevard. Geh und sammle ein paar Büschel. Stinkekraut. Ja, super. Wo wächst denn das? Im hinteren Bereich eher. Hä? Was ist denn hier vorne? Monstrologin Burke. Ach, das ist ja auch noch eine Sache. Die habe ich auch noch gar nicht vorgestellt. So viel Zeug hier. Werde ich dann in einer der späteren Folgen mal ansprechen. Sag mal. Na. Es soll nicht so ruckeln. Alter Verwalter. Was ist denn das? Ich glaube, die Aufnahme ist echt gerade verflucht hier. Was ist denn los? Naja, gut. Ach, da hinten am Turm soll das wachsen. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen. La 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 la. Stinkekraut. Na lecker. Es gibt schon so richtige Dämpfe von ab von dem Ding. Von dieser zarten Blume. Ah. So, 3 von 6. Gehen wir einfach mal hier nochmal die Ecke rum, dann müsste hier doch noch irgendwo was auftauchen. Nee. Ach, da hinten. Gott, ey, da müssen wir echt weit laufen. Sieht man von hier eigentlich Rabenhain? Ah ja, da ist wieder Rindenbart. Den sieht man anscheinend hier von überall.
Sodele, da hinten ist der Turm und ich glaube, da wachsen dann wieder die Blumen drumherum. Also die Blumen, das Kraut halt. 4 von 6. 5 von 6. Und hier ist doch bestimmt noch eins. Jawohl. Quest abgeschlossen. Achtung, Quest abgeschlossen. Achtung. Okay. Fressen sich eigentlich die Schlunder wirklich durch Wände? Also... Das kann doch nicht gesund sein. Guck dich mal an, hier sind richtige Bissspuren oben in den Häusern drin. Also in den Dächern. Wobei, sieht man gerade gar nicht. Aber doch hier bei dem Haus da hinten zum Beispiel. Meine Güte. Oder das sind alles Lebkuchenhäuser. Njam, njam, njam. Naja. Ich würde sagen, wir geben noch schnell die Quest bei der Millie ab und dann beenden wir die Folge erstmal für heute. Jetzt müssen wir natürlich nur aufpassen, dass wir hier nicht in irgendwelche Gegner reinlaufen. Ah, eine Silbertruhe. Die können wir aber noch eben machen. Was will denn Cyrus von mir? So, Schlüssel fangen mal wieder. Es gibt eigentlich noch ein anderes Spiel, aber das kriegen wir irgendwie nicht zu sehen. So, wir brauchen eine 3. Da ist eine. Ui. Okay. Jetzt noch eine 1. Klack. So. Oh. Jetzt eine 4. Nochmal eine 1. Und eine 5. Da kommt auch direkt einer angeflogen. Yay. Gewonnen. Gold. Was wollte Cyrus jetzt von mir? Du weißt nicht, wie man eine magische Truhe öffnet? Das ist ärgerlich. Die meisten Truhen sind magisch. Wenn du das Rätsel knackst, ist das alles? Gut, dann störe mich nicht weiter. Also eigentlich hat er ja uns gestört, weil ich weiß schon, wie man diese Truhen aufmacht. Wahrscheinlich hat Cyrus auch meine Aufnahme hier verflucht, dass es die ganze Zeit so rumleckt. Das kann doch nicht am... Okay, also ich weiß echt nicht, was das sein soll. Tut mir echt leid. Aber ab der nächsten Aufnahme wird es dann hoffentlich wieder behoben sein. Keine Ahnung, was das ist. Aber naja, davon lassen wir uns hier nicht die Laune verderben. Oh, Stinkekraut stinkt wirklich. Ich jedenfalls habe keinen Hunger mehr. Mehr brauche ich nicht. Ich werde den... Das hier ist die erste Ladung Tränke. Ich hoffe, dass den Schlundern davon die Fresslust vergeht. Ich mache mehr davon. Geh du inzwischen ein paar Schlunder besiegen und flöße ihnen den Stinkekrauttrank ein. Okay, also wollen wir tatsächlich allen Schlundern hier auf dem Ding, auf der Straße, den Trank einflößen? Das kann ja was werden. Besiege 300 Schlunder. Nee, mal gucken. So, bevor die Lecks hier noch schlimmer werden, beende ich die Folge jetzt an der Stelle und dann werden wir da beim nächsten Mal weiter den Colossus Boulevard erkunden und schauen, was es mit den Schlundern und so weiter auf sich hat. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Wizard101 wieder. Bis dahin, ciao.